Willkommen zurück zu Gothic. Ich musste gerade nochmal laden. Am Ende der nächsten letzten Folge, weil der Typ da von rechts kam und ich habe den voll übersehen. Ja. Versprochen gibt es hier einen Kampf. Aber ich sehe ein bisschen alt aus. Irgendwie, ne? So, ein kleines bisschen. Irgendwie dachte ich, ich wäre besser. Vor allem kriege ich viel zu viel Schaden und mache viel zu wenig Schaden. Da unten liegt gerade ein Zahnrad. Jetzt gebt die Verfolgung auf. Ihr kriegt mich eh nicht. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht mal eine... Moment, leuchtet die Fackel eigentlich, wenn ich sie liegen lasse? Ja, die leuchtet ein bisschen. Das ist gut. Damit habe ich hier ein bisschen Orientierung. Oh, die Fackel rutscht runter. Ja, okay, so viel dazu. Ne, das hat nicht geklappt. 30 Lebenspunkte. Tut mir echt leid. Habe ich vielleicht irgendeinen Zauber? Was habe ich denn da? Okay, Heilung, Telekinese. Naja, das bringt irgendwie alles nichts. Ich kann natürlich jetzt versuchen, die Axt zu nehmen, ne? Ich nehme mal die Axt, vielleicht geht es mit der Axt ja besser. Ich habe das Gefühl, diese Minecrawler sind so Gruppenviecher, oder? Komm, greife ich einen an, greifen mich alle an. Oder sie haben einfach einen verdammt großen Radius, innerhalb dessen sie angreifen. Und ich bin einfach zu nah dran gewesen, sodass alle auf einmal zu mir herkamen. Das kann natürlich auch sein. Genau. Ah ja, okay. Ja, der Radius ist doch... Ah, nee, okay, die kommen alle. Verdammt, die kommen alle. 130 Erfahrung. Yeah! Na komm! Yeah! Der lief gut. Und den letzten kriege ich auch noch so hin. Boah, das lief doch gerade echt... Das lief deutlich besser als erwartet nach dem ersten Versuch. Wow! Skill, natürlich. Purer Skill. So, was ist das denn hier eigentlich? Okay, benutzen kann ich es nicht, aber ein Zahnrad! Genau das, was Ian braucht. Okay, also merke, ein Minecrawler, okay. Zwei, wenn es unbedingt sein muss, vielleicht. Aber drei sind eine blöde Idee. So, war hier jetzt noch irgendwas? Ja, tatsächlich, hier war noch was. Nämlich ein Rabenkraut. Das mir zwar gerade noch nichts bringt, weil ich noch nicht wirklich gut zaubern kann. Rabenkraut füllt Mana auf. Aber früher oder später wird das noch kommen, dass ich zaubere. Im größeren Stil. Gott, da hatte ich gerade wieder den Bug mit der Leiter. Dass er oben nicht den kleinen Schritt nach vorne macht. Genau den. Dann nehme ich doch mal die Leiter. Vielleicht kommt er damit hoch. Oh Junge, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Bevor ich hier runterfalle, speichere ich mal. So, jetzt geh da hoch. Das kann ja nicht so schwer sein. Ernsthaft? Ernsthaft? Spring nach vorne. Ich will das gerade nach vorne. Ja, genau. Das ist eine Idee. Vielleicht kann ich ja hier... warum springst du jetzt die ganze Zeit? Warum genau springst du die ganze Zeit? Jetzt geht's. Kann ich mich da einfach hochziehen oder so? Nee, ne? Ach, verdammt. Wie komme ich da jetzt hoch? Vielleicht da... Ich probiere es mal ohne die Fackel. Vielleicht liegt es an der Fackel, dass er dann oben nicht vorwärts kommt. Aber irgendwie glaube ich das auch nicht. Nee. Die Leitern sind einfach so blöd platziert, so schräg. Ja, oh ja, es hat geklappt. Oh ja, speichern. Oh ja, es hat geklappt. Meine Güte, was ein Krampf. Und ich brauche mal wieder 30 Lebenspunkte. Immerhin habe ich dann noch den einen Höllenpilz. Den habe ich dann bald los.
Genau. Hier habe ich vorhin eine Waffe gehört, in der letzten Folge. Aber ich sehe gerade keine Crawler-Leiche. Na gut, dann gehe ich jetzt mal eben zu Ian hoch und liefere eben dieses Zahnrad ab. Dann gibt er mir hoffentlich einen Tipp, wo ich das Nest finden könnte. Das Minecrawler-Nest. Da drüben war es nicht. Du bist auch nicht Gornavid. Gornavid, ist es vielleicht einer ganz unten bei der Schmelze? Das könnte sein. Das könnte sein, ja. Ich glaube, da war einer, der so ähnlich hieß. So oder so ähnlich. So, hey du. Ich hab was für dich. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Nein! Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Was? Ich suche immer noch das Nest der Crawler. Ich sagte doch, geh zu Askan. Er ist der Anführer der Gardisten. Du findest ihn irgendwo auf der untersten Ebene. Aha. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Alles wird gut. Ach so, ja, der Boss schickt dich. Okay. Das ist eine verdammt blöde Parole. Die könnte jeder einfach so bringen, ohne zu wissen, was sie eigentlich bedeutet. Kann schon sein. Das ist wirklich... Also wenn ich mal die Weltherrschaft habe, ja, dann wird alles wird gut nicht die Parole sein, mit der sich meine Leute untereinander zu erkennen geben. Und natürlich sage ich das jetzt nur, um es dann in Wirklichkeit eben doch zu tun. Hey. Oder so. Vielleicht auch nicht. Nachdem ich es ja jetzt gesagt habe, kann ich es ja eigentlich auch wieder nicht tun. Ach, das ist alles kompliziert. Gornakosch? Gornavid, hey! Da bist du doch. Hab ich dich. Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht. Aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer erwache. Es gibt kein Nest neben dem Hauptschacht. Ach so, ja, dann wird es halt wohl doch hinter dem Tor sein, im dunklen Bereich. Aha. Geht's dir gut? Okay, das Tor ist genau da oben. Ich würde mal aber mal vorher, wenn das wirklich wahrscheinlich dort sein sollte, die anderen Schächte angucken. Um Erfahrung und Crawlerzahn zu sammeln. Aber ich, kleine Angsthase, will natürlich davor wieder speichern. Brauche ich eine Fackel? Nö, hier brauche ich keine Fackel. Ein Knochenbogen. Okay. Das klingt eher brüchig, muss ich ja sagen. Finde ich. Wo ist denn der Bogen? Da. Also, ein Langbogen macht 40 Schaden. Knochenbogen 36. Reiterbogen. Da fehlt mir natürlich die Geschicklichkeit dafür. Munition hätte ich genug. Ach, was soll's. Ich brauche keinen Bogen. Ich bin natürlich schon mal hier gewesen. Und gerade weil die Crawler wohl doch alle reagieren, wenn einer aggressiv wird, könnte es natürlich sein, dass die jetzt alle hier schon wieder weg sind, die davor waren. Und dann vor einigen Folgen, es dürfte schon einige Folgen her sein, schon sehr viele Folgen her sein, dann von den Gardisten und den Templern da draußen umgelegt wurden. Ey, wenn du jetzt runtergefallen wärst, wäre ich dir echt sauer gewesen. Ein Ring. Mal wieder.
Diesmal ein Ring der Gesundheit. Gewandtheit. Geschicklichkeit. Moment, was? Geschicklichkeit plus 5. Damit habe ich 15 Geschick. Und damit kann ich... Okay, den nicht, den auch nicht, aber den da kann ich benutzen. Haha. Alter, habe ich Bogen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das Bogenschießen in Gothic funktioniert. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Steuerung ziemlich kacke. Im Sinne von, man kann es eigentlich gar nicht richtig benutzen, um auf Entfernung Gegner auszuschalten. Müsste ich mal ausprobieren bei Gelegenheit, wenn ich irgendwo von Weitem einen Gegner sehe. So, jetzt schaue ich aber erst nochmal hier hinten um. Da hinten ist doch ein Crawler. Wunderbar. Ich glaube, da habe ich schon mal hingeguckt. Aber ich glaube, ich kann da hochklettern, oder? Nochmal eine Stufe weiter höher. Naja, zuerst werde ich jetzt mal die Fackel wegstecken. Was ich meinte ist... Nicht dahin. Junge! Da hoch. Genau. Dahin. Ach, da geht's nicht weiter hoch. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, da könnte ich hoch, aber das ist ja voll der Überhang. Sah von unten irgendwie anders aus. In meinem Kopf hat es irgendwie Sinn gemacht. Na, das lief doch gut. Aber Angst, ich speichere lieber nochmal. Und vielleicht sollte ich mit gezückter Waffe vorangehen. Ein Crawler. Naja, solange es nur einer ist. Na komm. Komm her. Sehr gut. Wow, ohne Schaden zu kriegen. Ich mach mich so langsam, ne? Ich werde besser. Das sind schon mal 12. 12 und... 12 und... Da hatte ich doch irgendwo einen Apfel. Genau, 12 und 8 macht 20. Wunderbar. Und noch ein Reis hinterher. Dann habe ich das Ganze ohne Überhang wieder geschafft. Also ohne Lebenspunkte zu verschwenden. Ohne Heilungspunkte zu verschwenden. Boah, kommt der von weit weg auf mich zu. Komm her, komm her, komm her. Der hat mir auch schon wieder 30 abgezogen. Sag mal. Das ist ein Treffer von denen, der 30 abzieht, ne? Das ist echt krass, wie viel Schaden die machen. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, ich habe ja Schutzwaffen 35, das heißt, die Viecher machen 65 Schaden. Ohne diese Rüstung wäre ich also nach 2-3 Schlägen tot. Und insbesondere ohne das Amulett, das mir Schutz vor Waffen 5 gibt. Ich hätte gerne eine Fackel, mir ist zu dunkel. Siehst du? Ohne Fackel hätte ich das hier nicht gesehen. Andererseits gibt es hier natürlich auch nichts außer ein Fass. Kann man das benutzen? Ja. Man kann rein. Ein Versteck sozusagen oder was auch immer. Keine Ahnung, warum hier das Fass rein kann. Das ist lustig. Das habe ich bisher noch nie gemacht in dem Spiel. Das ist für mich komplett neu. Und ich sehe auch gar nicht, warum man das tun sollte. Hey, du bist allein, oder? Ja, du bist allein. Komm. Ruf doch deine Mama. Steinbrecher. Was ist ein Steinbrecher?
Hoffentlich eine Waffe, die ich benutzen kann. 37 Schaden. Yeah. Ich glaube, ich bin im Geschäft so langsam. Aber halt leider auch immer noch... Ja, Einhänder. Also was heißt leider? Es ist in dem Sinne natürlich gut, dass es ein Einhänder ist, weil ich mit Einhändern dann gerade umgehen kann. Aber andererseits will ich natürlich mittelfristig auf Zweihänder wechseln. Und da habe ich halt leider immer noch keine gescheite Waffe. Klar, ich könnte jetzt Zweihänder lernen, aber ich sehe es gerade irgendwie nicht ein, Zweihänder zu lernen, solange ich keine gescheite Waffe habe für Zweihänder. Gut, damit bin ich immerhin schon mal ein bisschen besser ausgerüstet für den Weg in den dunklen Teil der Mine. Hat sich doch gelohnt, glaube ich, da vorher so ein bisschen zu erforschen. Das heißt, ich werde jetzt hingehen und sagen, alles wird gut. Alles wird gut. Und dann wird hoffentlich alles gut werden. Ich bin da selber gerade so ein bisschen unzuversichtlich. Ich glaube, das hört man. Andererseits mache ich mir, glaube ich, viel zu viele Gedanken bei dem Spiel. Ich speichere so oft und kann ja wieder laden. Und bisher läuft es eigentlich auch ganz gut. Von daher ist es vielleicht alles so ein bisschen unnötig, dass ich mir da so Gedanken mache. Wie dem auch sei, die Folge ist voll und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.